Die Märkte sind in Euphorie. Was soll schon schief gehen? Wir haben die Fed, wir haben andere Notenbanken, wir haben jetzt auch den Stimulus von Joe Biden. 2 Billionen soll es geben. Also wo ist denn das Risiko für diese Märkte? Dementsprechend erreichen eben diese Aktienmärkte heute neue Allzeithochs. Aber vielleicht lauert da eine Gefahr. Ist da ein Punkt, den man vielleicht noch nicht so richtig auf dem Zettel hat? Und diesen Punkt möchte ich heute mal beleuchten und gucken, was möglicherweise dieser Punkt ist, der, naja, nicht wirklich vorhergesehen wird von den Märkten, obwohl er so unvorhersehbar mir gar nicht scheint. Aber sei es drum, schauen wir uns zunächst mal die Euphorie an. Wir sehen neue Allzeithochs beim Dow Jones, Industrials, Dow Jones Transport, Russell 2000, vor allem dieser Index schießt durch die Decke, dieser Nebenwerteindex, auch der Nasdaq hat es geschafft. Und wir sehen, dass das Put-Call-Ratio, das Verhältnis von Puts zu Calls, jetzt auf dem niedrigsten Stand seit 2010 ist. Zeigt also, niemand hat das Bedürfnis, sich durch einen Put abzusichern, gegen fallende Märkte abzusichern, weil es gibt ja kein Risiko in den Märkten. Wir haben das Auffangnetz der Fed, wir haben jetzt diesen massiven Stimulus und gleichzeitig natürlich eine Traumkonstellation, die ja besser nicht sein könnte, oder? Das ist natürlich der Mainstream, das ist die hauptsächliche Annahme. Und wir sehen diese Annahme besonders krass formuliert und in Kursen ausgedrückt beim Russell 2000, diesem Nebenwerteindex, wie gesagt. Der crasht geradezu aufwärts und wir sehen, das ist der Index, der auch am meisten gelitten hat in der ersten Corona-Welle in den USA im März, April. Da hat es den richtig reingestaucht. Der Index lief vor Jahren schon auch ein bisschen schlechter als zum Beispiel der S&P 500 und jetzt schießt dieser Index durch die Decke geradezu mit einer Entfernung zu seinem 200-Tages-Durchschnitt, die historisch ist, hat es noch nie gegeben. Ich kann mich an keinen einzigen Index erinnern, der so weit von seiner 200-Tages-Linie ist, der sich also so weit von historischen Durchschnitten entfernt. Normalerweise tendieren Märkte ja dazu, irgendwie mal zumindest in Richtung des gleitenden Durchschnitts zu gehen, gerade bei längerfristigen Durchschnitten, wie bei dem 200-Tages-Durchschnitt, der viel beachtet wird, aber nicht bei diesem Russell 2000. Und wir sehen darin natürlich nicht wirklich ein gesundes Marktverhalten, wie Sven Henrik hier zeigt, sondern das ist Financial Instability, das ist praktisch wie ein Aufwärtscrash. Dementsprechend, wenn diese Blase mal platzt, dann macht's Bums und dann wird's richtig unangenehm, denn solche Dinge, solche Extreme, die halten in der Regel nicht lange an. Irgendwann kommt die Reversion to the Mean, kommt sozusagen der Rücklauf zum Durchschnitt. Das ist ein mathematisches Modell, was sich immer wieder, naja, als richtig herausgestellt hat. Dementsprechend wird es auch diesmal so sein. Die Frage ist nur, wann kommt das und was wird der Auslöser sein? Wir haben heute schlechte Zahlen gesehen, der US-Erstanträge deutlich schwächer als erwartet. Sie sehen den Balken hier. Da geht es stark nach oben. 965.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das hatte man sich ganz anders vorgestellt. Auch die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe, die waren deutlich schlechter als erwartet oder schlechter als erwartet. Wieder Sven Henrik mit einer interessanten Bemerkung. Jetzt stellt euch mal vor, Leute, wenn die Menschen jetzt denken, okay, wir kriegen diesen 2.000-Dollar-Scheck statt eben 600 $, das ist ja das, was die Demokraten unter Biden wollen. Mal sehen, ob es passiert, aber denkbar ist es jetzt. Ihr kriegt diesen 2.000-Dollar-Scheck, dann kriegt ihr noch diese Unemployment Benefits, also nochmal Zusatzleistungen für die Arbeitslosigkeit. Und dann werden viele sagen, na, warum soll ich denn arbeiten? Da bleibe ich doch zu Hause und spekuliere ein bisschen über meine Robinhood-App, weil Aktien steigen ja immer. Da ist ja noch nie was schiefgegangen seit der Corona-Krise. Naja, ganz kurz, aber dann ging es ja nur noch nach oben. Also, das ist vielleicht noch etwas, was wir vor uns haben, so dieser letzte Push in die Aktienmärkte, wenn eben diese Schecks ankommen und die Leute sich denken, oh geil, Alter, jetzt kannst du nochmal richtig Kasse machen, jetzt gehst du nochmal richtig rein. Und was einmal gut gegangen ist, das muss nicht zweimal gut gehen, das lehrt die Erfahrung. Jetzt aber geht es noch gut. Wir sehen zum Beispiel die Reaktion des S&P 500 Futures auf die US-Erstanträge, die ja deutlich schlechter waren. Kurzes Zucken und dann zack nach oben. Egal, negative Daten sind gut, weil irgendwie mehr Stimulus, mehr fette Unterstützung, positive Daten sind gut, weil ja, gute Konjunktur, oder? Also man sucht sich's aus, wie man es gerade haben will und das ist sozusagen eine solche Mentalität, die überhaupt nicht mehr differenziert, sondern die alles nur noch durch eine rosa-rote Brille sieht. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, welche Gefahren zum Beispiel Mohamed El-Erian sieht, PIMCO, ehemaliger PIMCO-Chef, jetzt Allianz-Berater.
Und der sagt, ja, okay, erste Gefahr ist, wenn die FED wieder zurücksteuern würde. Zeichnet sich jetzt nicht wirklich ab, muss man sagen. Dann ein zweiter Punkt wären größerflächige Bankruptcies. Zeichnet sich auch nicht ab, weil eben diese Firmen so relevant sind, dass sie wahrscheinlich gestützt werden. Das dritte ist irgendein Market Accident, also irgendein Unfall, irgendein schwarzer Schwan, den keiner auf dem Zettel hat. Und der vierte, wenn man noch weitere 20 Basispunkte, also 0,2% bei der 10-jährigen Rendite der US-Staatsanleihe sehen würde, die ja zuletzt oder seit dem Sieg der US-Demokraten in Georgia ja deutlich nach oben gegangen war, jetzt aber so ein bisschen stocken kommt, nachdem vorgestern eine sehr starke 10-jährige Staatsanleihenauktion war, gestern eine sehr starke 30-jährige Staatsanleihenauktion. Also da sind die Investoren reingegangen und haben gesagt, super, da will ich kaufen, denn da ist ja wieder ein bisschen Rendite, das kaufe ich. Dementsprechend war dann die Rendite wieder ein bisschen tiefer, denn wo viel Nachfrage ist, da ist sozusagen das Bedürfnis nach Risikoprämie dann eben auch geringer oder einer höheren Risikoprämie. Und dementsprechend sehen wir jetzt zumindest diese Stagnation auf etwas erhöhtem Niveau bei den Renditen der US-Staatsanleihen. Ist vielleicht Tapering diese Gefahr, also praktisch die Reduzierung der Anleihekäufe? In letzter Zeit war oft die Rede, auch bei der Fed, von Tapering. Nein, machen wir nicht, aber würden wir dann machen, wenn? Also es kommt jetzt so ein bisschen schon die erste Idee dieser Anleihenkäufe-Reduzierung durch die FED ins Spiel, indem man zunächst mal sagt, nee, machen wir nicht. Aber überhaupt, dass man es aufs Tapet bringt, ist schon mal entsprechend. Also man versucht, die Investoren darauf vorzubereiten, es wird kommen. Es ist nur die Frage, wann, aber wahrscheinlich nicht so bald. Das haben viele jetzt gesagt, haben viele jetzt nochmal klargemacht seitens der FED. Heute Abend ja nochmal Jerome Powell, andere FED-Notenbanker, die sprechen werden. Aber das ist zumindest kurzfristig wahrscheinlich nicht die Gefahr. Für die Aktienmärkte würde ich zumindest nicht als solche sehen, sondern ich sehe konkret gesagt den neuen Präsidenten Joe Biden als diese Gefahr. Und wir lesen uns mal diesen Tweet durch, den er vor 12 Stunden, 13 Stunden etwa ins Netz gesetzt hatte. Da sagt er, ja, wir sind in the teeth of this crisis. Also wir sind mittendrin im Auge der Krise, könnte man vielleicht sagen. And we need to take immediate action. Wir müssen also jetzt sofortige Aktionen tätigen, to get the virus under control, um das Virus unter Kontrolle zu bringen. Und dann kommt that's why tomorrow, also das ist der Grund, warum er dann heute seine Vaccination und Economic Rescue Package vorstellen will, also Impfplan und eben diese Stimulus Package vorstellen will, aber nochmal, we have to take immediate action to get the virus under control. Nun kann ich mit einem Stimulus natürlich das Virus nicht unter Kontrolle bringen. Mit Impfen, ja, aber natürlich nur perspektivisch, das wird dauern, aber wir müssen immediate under control bringen, das Video, also sofort unter Kontrolle bringen. Und das ist vielleicht etwas, was die Anleger, die Investoren so ein bisschen in ihrem Delirium so ein bisschen überlesen haben, weil sie immer nur sehen, oh, Stimulus, Stimulus, das ist doch das, was wir wollen, alles andere, da hört man einfach weg, aber Immediate Action heißt möglicherweise eben andere Maßnahmen ergreifen. Und hier sehen wir zumal den großen Trend, der sich jetzt aktuell abzeichnet. Hier zum Beispiel Angela Merkel, die jetzt laut internen Berichten warnt davor, dass wir 10-mal so hohe Zahlen an Infektionen haben an Ostern. Warum? Weil eben dieses viel infektiösere Coronavirus, Mutationsvirus gewissermaßen aus UK sich hier verbreiten dürfte. Und wenn das nicht gelingt, so Merkel, dann werden wir eben 10-fach höhere Zahlen haben. So heißt es aus internen Berichten, aus Gesprächen mit der Kanzlerin. Und deswegen überlegt man im Kanzleramt, hier in nächster Zeit eine deutliche Verschärfung nochmal des Lockdowns, in dem zum Beispiel der komplette Shutdown in Deutschland, Stilllegung von Nah- und Fernverkehr, das alles ist nicht entschieden, aber es geht in die Richtung. Und wir sehen diese Richtung auch in Frankreich, das jetzt eine Ausgangssperre ab 18 Uhr abends erlassen will. Also die Daumenschrauben werden eher angedreht, als dass wir jetzt Lockerungen sehen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück in die USA, denn Joe Biden ist ja da eher
auf einer Linie mit Merkel. Macron ist europäischer in seinem Gedankengut als Donald Trump, der gesagt hat, okay, wir lassen das einfach laufen. Der Schaden eines Lockdowns ist größer als die Pandemie selbst. Das ist eine durchaus zu hinterfragende These, aber das war auf jeden Fall die Haltung. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie die Lage in den USA ist, dann sehen wir, dass die USA nun für ein Viertel aller weltweiten Corona-Infektionen stehen. 23 Millionen Infizierte, die Amerikaner haben ja deutlich weniger als ein Viertel der Weltbevölkerung, die sie auf die Waage bringen. Also wir sehen dieses Überproportionale, was da der Fall ist. Und wir sehen derzeit eine klare Verschlechterung der Lage. Wir haben jetzt täglich in den letzten 2-3 Tagen über 4000 Todesfälle an und mit Corona. Wir haben die Situation, dass jetzt seit Jahresbeginn in den USA 35.000 Menschen daran gestorben sind. Das sind so viele wie etwa in Deutschland jetzt seit Beginn der Pandemie. Das heißt, da sterben mal in ja, knapp 2 Wochen mal so viele Leute wie jetzt praktisch seit März in Deutschland, seit also gut einem Dreivierteljahr. Das ist also ein riesiger Qualitätsunterschied. Und wenn man sich mal die Krankenhäuser und die Hospitalisierungen in den USA anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel in einzelnen Bundesstaaten 40% aller Bettenbelegungen in den Krankenhäusern durch Corona-Patienten kommt, etwa in Arizona, in Nevada, Kalifornien sind es 33%, in Georgia, in Texas sind es immerhin 26%, also mehr als ein Viertel. Und das zeigte, dass das Problem da nochmal ganz anders gelagert ist. Und wenn jetzt diese Corona-Mutation, die aus UK kommt oder dort das erste Mal lokalisiert festgestellt wurde, wenn sich dieses Virus, diese Virusmutation auch rasend schnell in den USA verbreitet, was durchaus anzunehmen ist, weil die Amerikaner sehr lange gewartet haben, bis sie überhaupt aus UK ein bisschen zum Beispiel negative Tests verlangt haben etc., dann wird auch die Biden-Administration sicherlich schärfer reagieren. Nun kann der US-Präsident das nicht alleine verfügen, aber er kann Druck machen auf die Gouverneure in den einzelnen Bundesstaaten und diejenigen Gouverneure der Bundesstaaten, die es eigentlich mit Trump halten, die also Trump-Sympathisanten sind oder waren vor allem, muss man sagen, die stehen jetzt ohnehin unter Druck, sind ein Stück weit marginalisiert innerhalb der Republikaner. Denn Trump ist ein Stück weit desavouiert in der Republikanischen Partei. Das heißt, der Druck, der Durchgriff von Biden dürfte größer sein, weil einige Republikaner sagen, Leute, wir müssen hier was tun. Auch der Republikaner, nicht nur der Demokraten, die ja für härtere Lockdown-Maßnahmen sind. Das sieht man dann zum Beispiel in Bundesstaaten wie New York, Kalifornien, da ja deutlich härtere Maßnahmen als woanders. Ansonsten in den USA geht man teilweise in gut gefüllte Restaurants, alles offen. Da ist praktisch kaum von irgendwelchen Einschränkungen etwas zu sehen. Das also sehe ich als die größte Gefahr, die die Märkte nicht auf den Zeiger haben, dass wir in den USA eine Art Lockdown sehen werden, einen zweiten weitgehend flächendeckenden Lockdown und gleichzeitig dann eben die Aussage von Biden kommt, okay, Stimulus ja, meine Damen und Herren, aber das ist an Bedingungen geknüpft. Wer sich gegen diese Bedingungen verhält, der wird eben diese Gelder nicht bekommen. Das ist ein Thema, das möglicherweise uns jetzt bevorsteht. Wir werden sehen, das ist Spekulation meinerseits, um es klar zu sagen, aber das ist ein Risiko, das ist ein Potenzial, das da ist, weil der Trend, wie gesagt, in Europa ganz klar in die Richtung geht und Biden eben eine völlig andere Haltung zu den Dingen hat und wie Sie eben in diesem Tweet gesehen haben, gesagt hat, das ist die große Gefahr, der wir uns jetzt stellen müssen und wir müssen immediate action jetzt nehmen, also wir müssen jetzt unmittelbar handeln, schnell handeln, das ist also weitgehend überhört nach meiner Auffassung von den Märkten. Schauen wir uns noch mal kurz jetzt die fiskalische Lage der USA an. Hier sehen wir mal die Defizite, die jetzt 2020 gefahren wurden. In den USA endet ja das Haushaltsjahr im September, im Oktober geht dann das neue Fiskaljahr los. Und wir sehen, wir sind jetzt schon deutlich schlechter als im Jahr 2020. Jetzt kommen noch diese Stimulusgeschichten obendrauf, vielleicht 2,9 Billionen. Dann haben wir nochmal 4 Billionen, die so oder so ausgegeben werden. Dazu werden die Steuereinnahmen massiv sinken. Also wir werden rein vom Defizit her wahrscheinlich in 2021 nochmal eine viel größere Katastrophe erleben als im Jahr 2020. Die Fed hat all das finanziert, macht all das möglich, wie andere Notenbanken eben auch. Dadurch kann Schulden auf
Aufnahme praktisch unbegrenzt getätigt werden, zur großen Freude unserer Nachkommen, die das dann bezahlen müssen. Hier sieht man übrigens mal eine Grafik, die zeigte, wie viele der verfügbaren Staatsanleihen in der Hand der jeweiligen Notenbank sind. Vor allem die Riksbank, also die schwedische Notenbank, ist da ganz weit vorne. Die Fed holt stark auf, auch die EZB holt stark auf. Die Großen, die geben jetzt richtig Gas. Und wer profitiert davon? Sind es die durchschnittlichen Menschen hier zum Beispiel aus den USA, Household Net Worth, also praktisch das Vermögen der Amerikaner. Und da sehen wir, das ist also seit dem März dann massiv nach oben gegangen. März war das Tief an den Aktienmärkten. Da ist also offenkundig das Aktienvermögen gestiegen und das Immobilienvermögen gestiegen. Hier sehen wir also den Wertzuwachs, den Vermögenszuwachs der oberen 10% in den USA, aber nicht der unteren 90%, denn das sehen wir hier an dem Bloomberg Weekly Consumer Comfort Index, dass die Stimmung der Konsumenten, also des Durchschnittskonsumenten der unteren 90%, um es mal so zu formulieren, die knickt ganz schön weg. Die geht runter, auch weil einige Republikaner jetzt schlechte Laune haben, aber das kommt noch obendrauf. Und wir haben die Situation auch in Deutschland jetzt minus 5% in 2020, größtes Minus seit der Finanzkrise. Und unten sehen Sie mal eine Grafik, die zeigte, wann man davon ausgeht, dass die ganze Geschichte wieder auf dem Niveau des Jahres 2019 ist. Und da geht man so Mitte des Jahres, spätestens Ende des Jahres 2021, dürfte das dann der Fall sein nach den Berechnungen. Was aber, wenn diese ganze Geschichte bis Ostern weitergeht, dann könnten wir praktisch locker mal das erste Quartal komplett in die Tonne treten, Teile des zweiten Quartals auch noch. Und wie wir dann sozusagen das aufholen sollen, das wäre mir ein Rätsel. Hier sieht man das nochmal in der Übersicht, wie die Einschläge immer heftiger werden, Finanzkrise, jetzt Corona-Krise und die Wachstumsraten immer weiter runtergehen, aber sonst ist alles in Ordnung und dass die Aktienmärkte auf Allzeit hochstehen, ist absolut verdient, meine Damen und Herren. Ich sehe überhaupt kein Risiko. Alles, was ich gesagt habe, ist natürlich totaler Quatsch. Vergessen Sie das, das war einfach nur mal so dahingesagt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und sage Servus und Ciao.